Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, Leute, wir sind im Frühling und wir haben noch richtig, richtig viel zu tun. Ich freue mich sehr. Wir werden mal gucken, vielleicht schaffen wir es heute, uns durch den Dschungel durchzukämpfen. So, guten Morgen. Morgen hat der Kent Geburtstag. Haben wir noch einen Tag Zeit? Sehr, sehr schön. Moin, moin. Die Sonne, sie scheint. Hervorragend. Wir haben schon ein bisschen gepflanzt. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir haben eine Kirsche. Super toll. Wir gießen ganz schnell hier einmal, zack. Gut, dass wir die Gießkanne noch mal aufgewertet haben. Das hilft uns auf jeden Fall, dass wir nicht so viel Wasser holen müssen. Das merkt man schon. Also das war eine richtig gute Entscheidung, auch wenn wir jetzt noch die Axt auch noch verbessern müssen. Ist schon gut. Freue ich mich. So. Wir haben jetzt immer noch die halbe Gießkanne voll. Wir haben das Feld schon begossen hier. Das finde ich gut. So. Unsere Marmeladenproduktion ist fertig. Werden wir gleich auch wieder auffüllen. So, aber erstmal zack, zack. Und dann können wir noch weiter pflanzen. Wir haben noch Samen da, also kein Problem. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau, welchen Weg wir hier runter machen. Vielleicht machen wir auch den Steinboden weiter. Ich fand das mit diesem Kies sah jetzt nicht so toll aus. Vielleicht machen wir diesen Boden auch einfach weiter nochmal. Wir werden jetzt gleich erstmal nach unseren kleinen Tieren gucken. Hier natürlich noch ein bisschen, noch ein Feld vielleicht anlegen. Wir gucken nochmal. Wir können ja auch, weiß ich gar nicht, irgendwie noch einen anderen Weg machen. Also dieses Kies fand ich nicht so schön, muss ich sagen. Wir werden noch mal gucken. Wir haben ja noch die Möglichkeit. Wir können ja ausprobieren, wie es uns am besten gefällt. Aber ja, sollte ja auch ein bisschen hübsch sein hier, ne? Guten Morgen. So, unsere kleine Kuh. Die Arme ist noch ganz allein hier. Guten Morgen. Wie geht's dir? Alles in Ordnung. Wir werden mal nach der Mani gehen. Und noch irgendwas, ja, irgendwie noch, wir brauchen noch ein Tierchen hier. Sie ist so ganz alleine, das ist nicht schön. So, komm, hier. Okay. So, Milch. So, komm, einmal, zack, das wieder weg. Na, du bist hier ganz alleine in dem großen Stall. Das ist nicht gut. Haben wir aufgemacht? Nee, hier, komm. Zack. Da haben wir einen Granatapfel gepflanzt. Wir gucken mal hier. Guten Morgen. Alles gut bei euch? Guten Morgen. Ja, so. Hier ist nämlich schon ein bisschen mehr Leben, das ist gut. Ja. So, komm. Du da auch. Einmal das. Zack, zack. Ach so, wir haben jetzt unsere super große Tasche. Finde ich cool. Erleichtert es uns auch jetzt im Moment auf jeden Fall. Hier haben wir noch ein Ei. So, komm dann einmal, zack. Wir legen auf jeden Fall nochmal hin. So,
Jetzt aber raus mit euch. Raus nach draußen. Hier. So, komm, und wir gehen als erstes. Wir sind gerade hier. Die nehmen wir mit. Ich wollte eigentlich das nochmal, die Hühnerstatue. Die haben wir schon ein paar Mal gefunden. Können wir verkaufen, kein Problem. Wir gucken mal hier und hoffen, dass die gute Mani da ist. Vielleicht können wir uns nochmal ein Tier leisten, dass die gute Vicky da nicht so ganz alleine ist. So, wir haben 352, also wir haben auf jeden Fall nicht so viel verbraucht. Komm, jetzt lass uns hier bitte durch. So. Ach so, das Schwert, das können wir dann jetzt auch erstmal wieder weglegen, ne? Also, das werden wir dann auch machen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr mitnehmen, glaube ich. Rostiger Sporn. So, hier. Hoffentlich ist die gute da. Dass wir mal gucken können, was wir vielleicht noch kaufen könnten. Unser Bürgermeister. Hallo, ein Tier kaufen. So, was haben wir denn hier? Eine Ziege. Ach so, dafür brauchen wir den Luxusstall für ein Schaf. Komm, dann holen wir uns eine Ziege dazu. So. Dass hier unsere kleine Kuh nicht ganz allein ist. Jeffe. Ja, komm, wir nehmen den Namen. Also die Ziege werden wir nicht ewig behalten. Die behalten wir nur, dass sie jetzt erstmal nicht ganz alleine ist, ne? Gucken nochmal. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Heizgerät brauchen wir nicht. Melkkübel brauchen wir auch nicht. So, alles gut. Dann weiter. Wir haben noch viel zu tun. Erstmal noch die Felder noch weiter bepflanzen. So, dann haben wir eine kleine Ziege. Für unsere kleine Kuh finde ich ein bisschen schöner, als wenn die hier so ganz alleine ist. Ach, guck mal. Na du? Hallo? Ja, ist ein Baby. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir hier nur noch ein bisschen Platz machen, ne? Quack, quack. So. Wir gehen, machen hier noch einmal. Na, gut, dass wir das dabei haben. So. Machen dann ab hier wieder Feld. So, zeig mal. So. Achso, wir kommen, wir schmeißen hier die, legen wir hier schon mal in die, das hier und das hier. Können wir verkaufen, dann haben wir das schon mal weg. So ein bisschen das hier auch noch. Dass wir hier so ein bisschen noch den Platz ausnutzen. Blumen haben wir noch. Grünkohl. Ach so, unseren Kirschenbaum müssen wir auch auf jeden Fall noch. Ne? So, komm. Dann einmal weiter. Ja, wir werden ein bisschen Gras hier wegmachen müssen. Das geht nicht anders. Sense. Haben wir nicht hier. Ach doch. Nur nicht gesehen. So. Na, du müsstest hier mal so ein bisschen an die Seite, ne? Vorsichtig. So. Leider, leider müssen wir das Gras jetzt mal so ein kleines bisschen wegmachen. Geh du da mal an die Seite. Hallo. Ach so. Also wir schneiden hier nicht die Beine ab. Gott sei Dank. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einen machen wir noch oder so.
Hier. Ja, das Gras muss leider in die andere Richtung wachsen. So. Ja, quack, quack. Welchen Weg wir dann machen, müssen wir mal gucken. Sehen wir dann, entscheiden wir. Ja, mit diesem Kies, das hat mir auf jeden Fall nicht so gut gefallen. Nun trefft doch bitte mal so. So. Dann einmal. Ja, wir haben die Taschen immer noch so voll. So, kommen Tulpenzwiebeln, machen wir erstmal hier rein. Dann, wir brauchen den Dünger und Knoblauch können wir dann auch noch pflanzen. Machen wir erstmal so. Was haben wir hier? Haben wir das jetzt hier? Ja. Das nehmen wir auch noch mal mit. Und setzen erstmal so. Kirschenbaum dürfen wir nicht vergessen. So, wir gehen hier. Quack. Machen wir erstmal so weit, so gut. So, und hier einmal noch so ein, ja, Sprinkler hin und pflanzen Grünkohl. Dass wir erstmal unsere Felder hier fertig bekommen. Sonst, ne, haben wir das. Dann haben wir noch Knoblauch. Der wächst ja auch sehr schnell, also kein Problem. So können wir schon mal gießen. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Den Weg machen wir dann als letztes hier zwischen. Aber ich hätte es ganz gerne jetzt erstmal bepflanzt. Ach Mann, jetzt ist der Tag schon wieder vorbei. So. Ja, schade, dass das Gras jetzt hier wächst, ne? Also jetzt ein bisschen lieber ein bisschen weiter Richtung unserem Stall hier. Das wäre nicht schlecht. Aber nun gut, ist jetzt so. Wir machen mal dicht hier. Zack. Und machen einmal zack. Na. So, hallo, mach mal. So. Dann hat unsere kleine Kuh jetzt auf jeden Fall auch noch einen Partner im Stall. Das finde ich sehr, sehr schön. Wo war denn das? Das war doch irgendwo hier, ne? Sehen wir gar nichts. Ja, wir müssen hier mal frei machen und dann gucken wir da mal. Da haben wir ja die Nachricht bekommen von unserem lieben Opi. Jetzt haben wir Honig. Sehr schön. Unser kleiner Schnuckel. Und eine Ente schläft da auch. Das finde ich aber nicht so gut. Da machen wir mal lieber auf. Möchtest du da bei dem kleinen Nacho bleiben? Ja? Ist ja süß, ne? Guck mal, die schlafen da nebeneinander. Aber wir lassen den Stall mal lieber auf. Dann kann sie noch reingehen, wenn sie möchte.
Wildhonig verkaufen wir. Gucken wir mal hier. Einmal das rein, Stein. Das Ding noch und das. So. Machen wir mal so. Und das Essen, dafür nehmen wir jetzt mal die andere Vogelscheuche. So. Dann haben wir das. Und wir machen noch das, das, das. So. Und stellen einmal hierhin. Zack. Und einmal dahin. So, das sieht gut aus. Bist du jetzt hier immer noch? Guck mal, sie schläft. So, komm dann rein da. Wir gehen jetzt auch ab ins Bett. So, sehr, sehr schön. Wir gucken mal die Königin der Soßen, ob wir es haben schon. Das Rezept. Gemüsepfanne. Ja, das haben wir, glaube ich, schon. Ja. Gut. Nichts Neues, aber nicht schlimm. Morgen hat er Geburtstag. Zack. Ja. So, super duper. Wir haben wieder ein bisschen mehr eingenommen, auf jeden Fall. Ist sehr, sehr schön. Freue ich mich auch sehr. Ja, wir haben noch richtig viel zu tun, ne? Das war er, der dritte Tag im Frühling. Ja, wir haben immer noch nicht alles bepflanzt. Wir müssen uns auch um unsere kleinen Tierchen noch kümmern. Ich freue mich auf jeden Fall, aber wir haben richtig viel Arbeit noch. Super duper, freue ich mich. Und wir werden dann mal gucken, ja, wir werden jetzt mal sehen, wie wir es machen. Wir bepflanzen noch ein bisschen und. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir noch eine kleine Ziege gekauft für unsere Kuh. Dann ist sie nicht so ganz alleine da im Stall. Das finde ich schon ganz schön so. Ja, und wir schauen jetzt einfach mal weiter. Aber das Ganze nach einer kurzen Pause. Auf jeden Fall hier die Dinger müssen wir auch noch aufbrechen lassen. Unseren Apfelbaum müssen wir noch pflanzen. Werden wir alles tun, aber nach der kurzen Pause. Ich bin gespannt und ich freue mich. Unser Hof, er wächst. Super duper. Und bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.